Ich werde alles, um die Fakten offenzulegen, verursacht auf es wird Zeit fahren. Wenn wir überhaupt eine Chance. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Don't kill the president. Herr Präsident! Helena, nein! Leon, nein, nein, nein. Zwingen Sie mich nicht. Oh, Scheiße. Das ist alles meine Schuld. Aber echt. Ich habe das getan. Was meinen Sie damit? Die Tall Oaks Kathedrale. Ich erkläre Ihnen alles dort, Agent Kennedy. Woher kennen Sie meinen Namen? Ja? Hannigan. Zum Glück sind Sie beide okay. Woher kennen Sie beide sich? Das ist Helena Harper. Sie ist seit letztem Jahr beim Secret Service. Ich bin so erleichtert, dass es Ihnen beiden gut geht. Also, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich brauche Ihren Lagebericht. Lagebericht. Schaut gut aus. Ich habe den Präsidenten erschossen. Phoebe war schon infiziert, als wir ihn gefunden haben. Leon, er hatte keine andere Wahl. Er hat mein Leben gerettet. Gott, steh uns bei. Okay, ich erstatte Bericht. Und Sie machen, dass Sie da sofort wegkommen. Der Virus hat sich schon 3 Meilen über den Campus hinaus ausgebreitet und lässt sich nicht aufhalten. Beeilen Sie sich. Zuerst müssen wir zur Tall Oaks Kathedrale. Agent Kennedy hat da eine Spur, die uns vielleicht zeigt, wer hinter all dem steckt. Leon, ist das wahr? Ja. Ich glaube, ich habe da was. Verstanden. Ich suche den sichersten Weg hinaus. Bleiben Sie auf Empfang. Ich habe eine Spur? Wenn Sie mit mir kommen, schon. Hast du es gehört, ja? Ja, Mann. Ladevorgang. Toll. Noch so schnell konnte ich aber jetzt nicht lesen. Adam, es tut mir leid. Was ist das Besondere an dieser Kirche? Wollen Sie ein paar Sünden beichten? Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Glauben Sie mir nicht. So. Und damit herzlich willkommen zu unserem ersten Let's Play Together. Wir trauen uns an den Koop-Modus von Resident Evil 6. Und genau, wir spielen hier jetzt die Story im ersten Kapitel, irgendwie sowas. Genau, und dann legen wir einfach mal los. Ja. Ich habe gerade den Präsidenten getötet. Oder Stadt in das Ganze. Hör auf! Und gleich ein bisschen mit. So. Okay. Let's get out of here. Na gut. Kommt, Ladies first. Sie werden mir alles erzählen, wenn wir bei der Kathedrale sind. Okay? Okay. Okay. Schauen wir gleich. Ist gut. Hier auch. Ladies first, ja. Das Gerät außer Kontrolle. Jawohl. Der hat sich wohl selbst umgebracht. Guck mal da. Alles im Griff?
Ich würde sagen, gucken wir mal. Das geht nicht. Wie geht nicht? Na gut. Dann geht's halt weiter. Wir haben die ganze Zeit der Welt, ja. Ja. Mein Präsident ist ja eh schon tot. Okay. Das war auch der Präsident Evil. Oh yeah. Ja, auf ihn besoffen. Hey! Okay. Hui! Okay. Denkst du, es schmeckt noch? Sollte noch gut sein, ja. Ich sehe halt fast gar nichts, ne? Ja, Tito. Also, um es mal vorwegzunehmen: In der Aufnahme ist das Bild wesentlich heller. Ich habe keine Ahnung wieso. Aber ich bin hier fast blind unterwegs. What? Ey, ich kann rennen! Ach so. Beeilen, ja. Ja, ja. Vorwärts. Wenn Sie einen sehen, zielen Sie am besten auf den Kopf. Verstanden. Oder aufs Knie. Hier sollte der Empfang stattfinden. Oh, hast du den Ball gesehen? Hat er sich bei dir auch bewegt? Ja. Ob es Überlebende gibt? Ich hoffe es. So. Ist da wer? Hallo. Unfassbar, dass sich alles wiederholt. Es ist wie in Raccoon. Vorfall in Raccoon City. Sie haben ihn überlebt. Ja, ich werde es nie vergessen. Wir gehen zu ihrer Kathedrale. Aber wenn sie wirklich was hiermit zu tun haben, war's das mit ihrer Freiheit. Ja, machen wir keinen Stress hier. Vorwärts. Was war das? Oh. Finden wir es heraus. Los hinterher. Dann zack ich. Dann nehmen wir gleich wieder Abkürzungen. Ich sehe halt gar nichts, ne? Meine Güte. Wir haben noch gar kein Kraut. Ja, mei. Was willst du machen, gell? Das ist die Frage. War doch hier der Ball, der sich bewegt hat. Oder sind das große Stühle? Sind so groß wie ich? Du bist einfach nur klein. Beste Bankettbestuhlung. Es klang wieder falsch. Okay. Ja, oh. Okay, Ladies first. Ja, hallo? Ja? Ist hier gleich die Kamera fixiert? Na. Hallo? Da hinten. Da wer? Im Looten gibt's hier nichts, oder? Bitte? Nee, erstmal nicht, aber warum muss man immer die Türen auflassen? Ich verstehe nicht. Oh. Ich sehe auch gar nichts. Da ist wer. Na, warte. Was? Oh, wie schnell hat er die Tür zugemacht? Are you serious? Halt! Nicht schießen! Oh, doch. Der ist infiziert. Oh. Ich hab bloß einen Asthmaanfall. Alles okay. Alles gut. Der Nebel. Ja. Mich beißt er dann wieder. Nebel. Wie aus dem Nichts. Liz! Warten Sie, lassen Sie mich! Zu gefährlich. Hör auf die Vernunft. Meine Tochter, sie ist ganz allein, wenn wir nichts tun. Okay, verstanden.
Sie können ihr nur helfen, wenn sie leise sind. Haben Sie kapiert? Sehr schön. Liz. Ist das Ihre Tochter? Gut, suchen wir sie. Leon, wir haben keine Zeit, Wir nehmen uns die Zeit. Liz! Liz! Oh, du kriegst gleich eine Kugel. Ich sehe gar nichts. Es ist dunkel, Mann. Ah, ups. Da müssen wir hin. Alles im Griff. Was war das eben? Lissy. Oh, der hat... Oh Gott. Der hat Tempo hier. Sie haben Angst. Arsch. Wer hat das Licht ausgemacht? Aufpassen. Der ist unterwegs, ey. Das sag ich dir. Haben wir hier keine Taschenlampe? Ah, danke. Ups. Und ich hab hier... Oh, jetzt war's hell. Ich hab eine Taschenlampe. Die bringt's aber voll überhaupt nicht, Mann. Hab ich schon Hallos. Mann, so langsam, Junge. Mit dem Licht in der... Da liegt ein Stuhl, ich komme nicht drüber. Liz, warst du das? Oh. Oh. Dachte schon, wunder, was los ist. Wir müssen sie finden. Ja, bin ich dafür. Er hat hier die Tür offen gelassen. Auch gern rennen, ich kann nicht. Ho, 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 ho. Keiner da. So hoch? Ja. Ja, ich will mal gucken, was da oben ist. Der Mann, der ist krank. Ich glaube. Ah, da ist nichts. Ja, soweit war ich auch schon. Ah. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Kraft. Bis jetzt. So. Genau, die wird hier in der Ecke sein. Ich glaube, der macht nicht mehr lang. Ja, wenn ich nur meine Tochter finde. Wurde am Handy unterbrochen. Muss hier sein. Ganz sicher. Immer schön Daddy hier im Auge behalten. Aha. Wir brauchen den Aufzug. Das ist eine Drehung, du. Ich arbeite hier. Ich habe die Schlüssel dafür. Wenn wir da sind, nehmen wir mein Auto. Kann ich nicht mehr bewegen? Ah. Suchen wir ihre Tochter und verschwinden von ihr. Liz? Liz, bist du das? Wow, was ist das für eine Kraftsau, ey? Das ist Styropor oder was? Jetzt Musik laufen. Ja, Mann. Das ist schon ein bisschen uncool jetzt. Vorsicht. Brauchst du mich? Ich brauch dich. Du musst aufmachen. Scheiße. So eine Scheiße. Ich sag dir, wären wir zu Hause geblieben. Liz? Liz? Bist du das? Oh! Gott! Scheiße! Okay, Jungs.
Bist du erschrocken oder was? Nein, ich bin nicht erschrocken. Papa, wo sind Mama und Liam? Sie sind schon draußen. Sie warten zu Hause auf uns. Ja. Aber gut, wir haben Liz gefunden. Oh, gleich meine Träne vergießen hier. Ah, ich freue mich so sehr für die zwei. Oh, schön. Ich merke schon, das Spiel ist nichts für mich. Wie kommen wir hier raus? Zu Fuß. Unterirdische Baggerei. Ich muss aufhören, meine eigenen Fragen zu beantworten. Hoffentlich funktioniert er noch. Ja, Mann. So schön. Kommt die Liste einfach so um die Ecke gefegt, ne? Hallo? Das klang nicht gut. Ach ja. Hallo? Räumen wir das aus dem Weg. Komm los, He-Man. Brauchst du Hilfe? Kein He-Man, ja, ich brauche Hilfe. Jetzt drück mal hier. Lass die beiden durch. Ey, warum ist denn die Liz jetzt hier so schwach? Die ist doch da hier gerade voll da rumgehüpft. Verstehe das nicht. Letzten Kräfte. Jetzt, da du da sind, kannst du die wechseln. Alles wird gut, Lissy. Du kommst wieder in Ordnung. Was stellt sie noch raus? Papa. Wir sind fast da. Judy Kotz. Liz. Ah, ja. Lissy. Ich würde sagen, das ist jetzt ungünstig. Ja. Definitiv. Klingt nicht gut. Überhaupt nicht. Ja, hallo? Oh mein Gott. Ehrlich jetzt? Sie ist tot, schießt sie! Beim nächsten Mal lässt sie ja nicht zu viel Zeit. You're welcome. Brutal. Gern geschehen. Ja, ist klar. Ich glaub das nicht. Müssen Sie aber. Entweder Sie oder wir. Und Sie fackeln nicht lange. Warum musste das passieren? Ja, weil halt. Er wurde gerade gefressen. Ich glaube, das steht gleich noch auf. Holy moly. Ich will hier wieder ein bisschen Rambazamba machen. Applaus. Okay. Ist alles im Griff? Was ist denn hier mit meinem Laserpointer los? Ups, was ist jetzt los? Das ist wohl unser Signal zum Aufbruch. Sie haben völlig recht. Ich hab keine Munition mehr, ich muss da so durch. Bam, bam. Na komm her. Jetzt will ich mal das Ziel wechseln. Was geht mit dir ab, Mann? Was geht mit dir ab?
Let's go. Ich glaube, ich bin verwundet. Junge. Hast du einen Snickers für mich? Ja! Oh! Ah, stimmt, das Messer gibt's ja auch noch. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Oh, okay. Jetzt kommen hier die Moves, ey. Okay. Alles klar. Okay. Siehst du was? Ich seh nix. Ja, nee. Hier rein halt. Holy Macaroni! Action, ja? Bisschen, ne? Woher wissen die, dass wir gerade hier die Kamera... Ey, da kommt jemand! Oh oh. Nicht nur einer. Wenn die nicht so rumschreien würden, die pfeifen. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Elena? Nein. Sorry, sprich die Wahrheit. Vollgas. Also René, du gibst auf jeden Fall eine gute Helena. Sie haben recht. Siehst du? Verschwinden wir von hier. Hab ich dir doch gesagt. Ladevorgang. Again and again. So. Warte mal. Warte mal kurz. Ah, ne. Stopp. Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Ey, da liegt ja was. Munition! Okay. So. Das war's für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann am besten abonnieren. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Bis dahin, haut rein, viel Spaß und tschüss.